Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. Zockt. So, wir haben noch eine kleine Fahrt vor uns, denn hier die Treibstoff-LKWs, die düsen ja doch noch darunter zum Bahnhof und deswegen dachte ich, ja, lass uns doch kurz noch einsteigen. Ist natürlich alles andere als eine lange Fahrt, aber immerhin einmal über einen Straßendamm und über eine Brücke rüber auch. Und danach werden wir dann schnell gucken, da hinten kommt eh gerade der Zug mit Rohöl, also im Idealfall zumindest, wenn er welches geladen hat, während der andere gerade rausfährt. Schön. Danach werden wir wir werden mal nach Berlin düsen und gucken, dass wir dort eben auch Treibstoff hinbekommen. Und das machen wir aber wahrscheinlich dann doch eher mit einem Zug, weil, ja, ganz einfach die Strecke ein bisschen lang ist. Jetzt haben wir hier irgendwie, das Ganze ist nicht gerade, das sieht man hier. Der Damm ist ein bisschen höher als die Brücke, würde ich mal behaupten. Oder täuscht das? Würde ich aber so lassen, weil ich finde das eigentlich ganz nett, wenn das nicht alles immer topfeben und völlig ausgemessen ist. Das ist es normalerweise auch nicht. Manchmal muss man halt Kompromisse eingehen. Wenn es nicht geht, muss es halt ein bisschen höher oder tiefer sein, das Ganze. Gut, wir steigen mal aus. Jetzt möchte ich nochmal schnell gucken. Hier haben wir nichts. Hier haben wir Treibstoff. Oh lala, okay. Und wie wir da Treibstoff haben, sehr schön. Wie viel haben wir denn? 57, was passt hier rein? Ach echt jetzt? 120. Das habe ich nicht geguckt. Ei, die haben ja eine Kapazität. Boah, okay, die werden natürlich meistens leer rumfahren, weil so viel gibt es hier gar nicht. Aber gut, das ist ja auch eher etwas für das Auge. Und ja, die kriegen da oben trotzdem ihren Treibstoff. Das ist ja dann egal. Gut, dann jetzt hier mal, das war wieder ein Flugzeug. Wenn wir hier mal gucken, wir haben hier unten den Güterbahnhof. Haben wir hier sonst noch was installiert? Ja, einen Flughafen, den können wir aber gerade nicht brauchen. Ja, wir müssen eigentlich hier rein. Und wenn man hier guckt, wir haben hier eigentlich ordentlich Platz. Dann würden wir hier übers Feld rüber, kämen hier runter und müssen nach da hinten, sehe ich das richtig? Also hier eine Kurve oder vielleicht sogar unten raus. Hier irgendwie rüber, da unten durch. Ja, das ist alles relativ schön zum Bauen, würde ich mal sagen. Wir schnappen uns ein Gleis. Da nehmen wir aber gleich mal die schnelleren und gucken. Ja, gerne irgendwie diese beiden Gleise. Das klappt hier sogar mit Bahnübergang. Sehr schön. Die LKWs kommen ja hier lang. Das ist also egal, wenn wir hier einen Bahnübergang haben. Das sieht dafür dann je nachdem sehr nett aus, wenn das geht. Jawohl, es geht. Sauber. Dann machen wir hier aber einen unbeschrankten Bahnübergang, weil das ist direkt nach dem Bahnhof. Also da muss keiner irgendwie Angst haben, dass ein Zug mit weiß ich nicht wie viel Tempo daher geschossen kommt. Wir machen etwas, was blinkt. Blinkt ihr? Ja, im Idealfall ja. Gut. So, Gleis nehmen. Hier vorne gibt es eigentlich gleich nochmal irgendwie einen Bahnübergang. Das ist aber auch okay, denke ich. Und dann wollten wir dort unten durch, beziehungsweise, oder können wir hier vielleicht sogar andocken? Nee, das geht hier ganz woanders lang. Wir müssen tatsächlich hier dazwischen reinkommen. Dann könnte man es auch so machen, dass wir hier nochmal eine fette Brücke rüberziehen, über Straße und Schiene. Dann machen wir aber zuerst die Brücke. Das ist einfach einfacher. Page up, machen wir das mal so. Ja, das hat schon mal sehr gut geklappt. Moment, ich müsste hier vielleicht zuerst mal diesen hier nochmal machen. Halt. Nein, falsch. Ich hab's gleich. So, jetzt hier rüber. Gut, jetzt passt's. Wie sieht das mit der Ausrichtung aus? Vielleicht eher ein bisschen noch in die Richtung. Okay, und das hier hinten können wir so lassen. Würde ich mal tatsächlich so nehmen. Allerdings gerne wieder mit einer anderen Brücke. Warum nicht mal mit der? So, sauber. Nehmen wir dich mit. Düsen nachher hinten. Nehmen hier ein Gleis. Dann sehen wir, was das hier gibt. Eine lange Brücke oder eine Aufschüttung. Ich würde hier eine Aufschüttung machen. Da oben haben wir den Damm oder die Dämme. Dann haben wir hier die Aufschüttung. Wenn wir dich jetzt hier mitnehmen, müsste das eigentlich problemlos funktionieren. Jawohl, und das tut es auch. Sehr gut. Jetzt wollen wir wieder runter. Und zwar möglichst schnell. Und auch wieder aufgeschüttet. Ja, das passt eigentlich auch. Stimmt in die Ausrichtung? Jawohl. Da können wir nämlich dort noch schön durch den Wald durch. Das wäre noch eine Idee. Wo ist das zweite Gleis? Hier hinten. So, einmal so. Und dann hier geradeaus. Aber natürlich gerne über der Erde. Nämlich so. Okay, schön in den Wald rein. Bisschen gedreht. Zurück. Wieder mit dem ganzen Spaß. Zack. Und jetzt
gucken, dass wir aber relativ ebenerdig bauen können. Das wäre dann zack, 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 nämlich so. Und dort an die Gleise ran. Ich würde da tatsächlich an die Gleise rangehen. Beziehungsweise, nee, das sind sogar die falschen. Wir müssen hier dann hin. Ja, dann können wir nicht an die Gleise ran. Wir müssen hier, eigentlich müssen wir hier sogar rüber, wenn man es genau nimmt. Wenn man hier nochmal guckt. Hier unten, das geht hier lang und wir wollen hier rein. Müssten hier andocken. Ja, wir müssten hier auf die Seite. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir düsen nochmal auf eine Brücke. Würde ich sagen. Oder wir machen, nee, eine Brücke wäre am schlauesten. Wir machen das bis hier hin. Jetzt ist es ebenerdig. Das ist okay. Dann sind wir fast schon ein bisschen auf einer Brücke. Machen hier eine Kurve. So, gehen rauf. Und dann haben wir die Brücke. Da müssen wir jetzt nicht mal unbedingt die neue Variante nehmen. Machen das wieder so. Oder sollen wir mal eine andere Brücke nehmen? Was haben wir denn sonst noch? Was irgendwie ein bisschen nach Güterzug aussieht. Nicht gerade eine Steinbrücke, sondern ja, die hier zum Beispiel. Das ist halt meine Mountain Bridge. Das ist was für die Berge. Die kann man nehmen. Ja, man kann jede nehmen. Es ist ja nicht so, dass die Brücken jetzt tatsächlich irgendwie, ja, warum nicht eine Steinbrücke? Wenn hier ein Güterzug rüberfährt, das hat doch auch einen gewissen Charme. Doch, das machen wir. Okay. Wir müssen aber eigentlich eher, Moment, schnapp dich mal, irgendwie so hier rüber, damit wir da in die Gleise reinkommen. Okay, wie sieht das aus? Irgendwie, okay, das kann nicht klappen. Aber dann machen wir das bis hierhin. Wieder aufgeschüttet, würde ich sagen. Okay, hier ist aufgeschüttet das Ganze. Jetzt mit der Kurve hier rüber. Wir schnappen uns wieder Kollege Steinbrücke. Hier haben wir die hier. Zack, passt. Dann haben wir hier das zweite Gleis hier hinten. Irgendwo. Mitkommen, auch bitte rüberdüsen. Das könnte noch ein Problem geben, aber nein. Gibt es tatsächlich nicht. Und hier geht es eben wieder entsprechend runter. Und wieder eine Aufschüttung. Da wird ein Feld entfernt. Das interessiert uns jetzt nicht massiv. Das sieht eigentlich relativ cool aus, wenn hier Erde ist. Dann lebt das Ganze natürlich wesentlich mehr. So, da rein. Und dann hier vorne auf die Brücke. Wahrscheinlich müssen wir jetzt sogar von dort aus bauen. Wäre einfacher. So, bis hierhin. Und jetzt, hier hinten gucken, wie wir rauskommen. Nämlich mit dem Gleis, das der Brücke folgt. Ich baue es mal. Und dann hier aber wegzieht sozusagen. In die Richtung. Würde das so klappen? Wir müssen da wahrscheinlich, ich behaupte, da müssen wir noch mal ein bisschen abreißen. Weil wir sind zu nah dran. Das würde aber klappen. Kriegen wir dich nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gebogen? Wenn ich dich noch mal bis hier hin baue. So, noch mal ein bisschen höher. Okay, das kann man so machen. Und jetzt halt irgendwie so gedreht. Ja, das funktioniert prächtig. Ein zweites Gleis haben wir natürlich auch noch. Das wäre jetzt aber falsch rumgebaut, weil das zweite Gleis wäre dann definitiv hier außen. Das müsste hier auch noch rüber und da rein. Deswegen machen wir es so. Und stellen fest, das geht nicht. Da haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Okay, sonst ist es hier halt dann eingleisig. Ne, guck mal, das geht eigentlich schon. Wir bauen es mal. Ja, sonst hätten wir es eingleisig gemacht. Das wäre jetzt, denke ich, auch kein Drama gewesen. Gut, hier vorne brauchen wir natürlich noch die Weiche. Machen wir die gleich mal. Was wir haben, das haben wir. Einmal so. Und einmal so. Und dann geht's nicht. Schade. So geht's. Zack. Sauber. Gut, hätten wir. Das geht hier raus. Dann schnappen wir uns diese Seite. Und düsen irgendwie so hier lang. Ja, das könnte man sogar noch ein bisschen irgendwie in die Richtung drehen. Machen wir mal. Ja, ist okay. So, jetzt da rein müssen wir eigentlich problemlos kommen. Und das klappt nämlich auch. Habe ich jetzt die richtige Seite erwischt? Ich glaube ja. Jawohl. Dann haben wir die Strecke nämlich bereit. So, hier rüber. Und wenn wir es da richtig machen, zack, dann funktioniert es nämlich auch. Bestens. Schön, wie sie jetzt hier alles reinschlängelt. Gut. Wir brauchen bereits unsere Kollegen Signale. Moment. Falsch. Machen wir besser bei der Schiene. Da haben wir die Signale. Nehmen wir eins von hier hinten. Machen hier eins hin. Drehen den ganzen Spaß. Machen hier oben eins hin. Gerne auf der Brücke. Dann gibt es hier einen Block.
Dann gibt es hier einen Block vor der Brücke. Dann gibt es hier unten nochmal einen Block. Da brauchen wir auch nicht 10.000 Züge, aber ein paar werden wir natürlich schon nehmen, ganz klar. Dann gibt es hier noch einen Block. Dann geht es hier wieder auf die Brücke. Dann würde ich sagen, machen wir zack, hier ein Signal. Dann gibt es hier nochmal eins. Und hier vorne, haben wir hier eine Weiche schon gemacht? Nein, hier haben wir noch gar keine Weiche. Dann wird das schwierig mit dem Signal. Machen wir normale Gleise, sieht dann immer relativ nett aus, finde ich. Halt ein bisschen älter eigentlich, als es eigentlich ist. Ja, das geht wieder nicht. Das geht auch nicht. Okay, machen wir hier wieder den hin. Ja, das passt. Wir schnappen das Signal. Zack, dorthin. Jetzt gucken, was haben wir hier gemacht. Okay, dann können wir... Da oben haben wir das Gegensignal, hier haben wir das Signal. Dann machen wir hier einen Block hin. So, und schon passt das Ganze. Wir brauchen eine neue Linie. Zack, von hier. Einmal hier rüber. Hier rauf, da nach Berlin rein. Zack. Okay, hat auch geklappt, glaube ich. Jawohl, in schickem Braun. Und dann ist das ganz einfach Treibstoff. Berlin. So, ich habe nicht Wien gesagt. Nein, nein, nein. Treibstofflinie Berlin. Sauber. LKWs brauchen wir da natürlich auch noch. Auch klar. Haben wir hier ein Depot? Warum haben wir denn hier nirgends ein Depot? Von wo kamen denn die Züge hier? Na, hier mal gucken. Hier haben wir da mit Sicherheit irgendwo steht hier ein Depot. Die Frage ist halt, wo? Da steht eins. Irgendwie so hier rüber. Oder so irgendwie da rein. Wie sieht das denn aus? Wenn wir das als einfach als Depot nehmen, geht ja gar nicht darum, dass die Züge dann immer da lang fahren, sondern das wäre dann eigentlich Gleis. Gerne normal. Muss mal gucken, ob das überhaupt geht. Wow, das geht tatsächlich. Wie sieht das aus? Wow, so ein richtig schönes, ja, Dreieck. Gefällt mir gut. Das nehmen wir glatt. Zack. Okay, ist ja das richtige Gleis. Doch, doch, da kommt man also rein. Dann machen wir doch hier einmal, weil wir können. Glatt noch kurz ein Signal hin. Gefällt mir sehr gut. Okay, und hier hinten haben wir ein Signal und das Depot. Und die Linie haben wir auch. Dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns die Züge, die Berlin nachher den Treibstoff bringen. Aber auch hier einmal mehr. Kurz Testspeicherung. Und die haben ja gesagt, eigentlich, wir wissen schon, welche Lokomotive, nämlich diese neuen, die es gibt. Da würde ich gerne mal welche von nehmen. Die sind ja relativ schnell und stark. Wahrscheinlich zu schnell und zu stark eigentlich für die Strecke. Aber macht ja nichts. Dafür haben wir die dann eben auch auf der Anlage. So, das waren elektrische von hier unten. Nämlich die hier. Vectron. Nehmen wir mal einmal. Dann nehmen wir dich einmal. Und dann nehmen wir, ich würde mal sagen, dich noch. Cargo Vectron MS. Gekauft. Dann haben wir drei Züge. Das müsste reichen. Die Wagen dazu, das sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen, würde ich sagen. Aber vielleicht nicht Passagierwagen, sondern dann doch eher Kesselwagen. Irgendwie die hier werde ich nehmen. Da nehmen wir einfach mal eine Ladung dazu und die transportieren dann logischerweise Treibstoff. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann haben wir 138 Meter. Dann gibt es hier noch so einen neutralen. Zumindest optisch neutralen. 170 Meter, das muss reichen. Die Frage ist ja, kommen die? Doch, doch, die kommen schon auf die Linie. Ich möchte den jetzt eben wieder raus haben hier. Ne, ich muss noch mal ein bisschen rauszoomen. Jetzt müssen wir irgendwo das Ganze haben. Treibstoff Berlin. Jawohl. Und das funktioniert auch. Ich mache aber Pause, weil ich den Zug ja nur raus habe. Oh, habe ich jetzt alle? Ah, jetzt habe ich alle rausgeschickt. Okay, dann kann ich auch laufen lassen. Dann kommt nämlich zuerst, genau, eine einsame Lok. So, die geht wieder zurück. Kommt die hier rein? Nein, jetzt haben wir genau einen Käse gemacht. Also ich habe natürlich den Käse gemacht. Wir schicken dich mal raus. Oder wir machen das anders. Sie sind ja jetzt, wenn wir im Pausenmodus sind. So. Ja, wenn man halt nicht aufpasst. So, dann geht das hier lang. Okay. Jetzt müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Aber das ist auch cool, weil dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen bauen. Jetzt brauche ich nur hier ein kleines Depot. Gerne sowas in der Richtung. Weil sonst kriegen wir das tatsächlich nicht mehr gewuppt. So, einmal dahin. Und jetzt müsste ich der Lok eigentlich sagen können, sie soll ins Depot. Dann fährt sie nämlich dort rein.
macht sie das. Vielleicht noch drehen. Jawohl. Dann wird sie da halb verkauft, weil von hier kommen wir dann natürlich nicht auf diese Gleise. Da ist der andere Kollege, den müssen wir nochmal drehen. Ah, jetzt ist er genau zu weit gedüst. Ah, come on. Nee, das geht jetzt natürlich nicht. Ah, und ich kann ihn nicht drehen, weil hier der nächste Zug drin steht. Oh, wisst ihr was? Wir machen folgendes. Ihr ahnt es eh schon. Okay, hier gibt es auch nochmal eine Weiche. Halt. Nicht eine Straße. Was ist denn heute mit meiner Zielsuche los? Von wegen, was ich eigentlich hier benutzen möchte. So, wir machen hier nochmal ein Depot. Ja, alles eher unfreiwillig. Da habt ihr recht. Aber jetzt müsste es eigentlich klappen, dass wir mit dir auch da reinkommen. Aha, er fährt zurück. Okay, fährt dahin. Wir drehen ihn und jetzt fährt er zurück ins Depot. Nämlich dort. Ja, das passt. So, und jetzt kann nämlich der Zug hier raus. Der stimmt. Okay, dann haben wir den schon mal auf der Piste. Wow, sehr schöne Lokomotive. Oh, und hier sehr schönes Bild. Wow. Mit den ganzen Güterzügen. Ah, ich fühle mich richtig heimisch. Jetzt muss der aber natürlich warten. Der kommt da nicht rein. Gut, die können wir verkaufen, weil das bringt so definitiv nichts. Die kommen nicht auf die Linie. Im Gegensatz zu dem. Jetzt werden wir, während der hier losdüst, schon mal hier das Ganze nochmal machen. Aber jetzt verkürzen wir das Ganze dahingehend. Wir nehmen jetzt zweimal die gleiche Lok, weil beim Fahrzeugersatz wird es ja eh wieder gekappt. Was haben wir hier für eine Lok? Ich muss schnell gucken. Die hier. Okay, dann nehmen wir jetzt diese blaue, die wir hier haben. Okay. Nehmen die Kesselwagen. So. Stellen hier natürlich wieder auf Treibstoff. 1, 2. Dann gerne den hier. Einmal. Dann den hier. Wieder zweimal. 120 Meter. Machen wir nochmal ein paar. 1, 2, 3. Okay. Hat das geklappt? Nochmal ein. Okay, 155 Meter. Das ist in Ordnung. Wir klonen den einmal und jetzt schicken wir beide auf die Strecke. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Hier unten, Berlin. So, mit dem einen werden wir jetzt natürlich noch mitfahren. Und dann fehlen hier eben noch die LKWs. Das ist auch ganz klar. Die kommen dann auch noch. So. Kommt er daher? Jawohl. Wie sieht ihr aus? Auch sehr schön. Wow, cool. SBB Cargo International. Ah, Kesselwagen. Wenn ich es jetzt nicht schon 10-mal gesagt hätte, ich würde es gleich nochmal sagen, von wegen. Ah, das sind einfach schon irgendwie mit die schönsten Züge für mich. Ich weiß gar nicht warum. Aber Kesselwagen haben einfach was. Gut, mit dem hier fahren wir mit. Oh, guck mal. Kollege Monorail ist auch noch unterwegs. Da sind wir jetzt eigentlich relativ nah rangekommen. Gut, wir steigen ein. Und werden natürlich ganz kurz gucken. Oh, tatsächlich. Diese Lokomotive hat auch die Cockpit-Ansicht. Sollen wir mal so fahren? Ich weiß, man sieht halt, ist ganz klar, man sieht nicht viel von der Strecke, aber wenn wir doch jetzt hier drin das Teil tatsächlich nochmal haben, dann würde ich das auch gerne nutzen. Da kommt gerade noch ein Güterzug. Oh, jetzt blockieren wir. Jetzt müssen wir nochmal aussteigen. Ne, wir können fahren. Jetzt haben wir natürlich mit der Depotausfahrt die gegen die andere Strecke da hinten natürlich blockiert, aber dadurch, dass wir hier weitere Signale haben, können wir eben trotzdem fahren. Wir sind noch nicht mal in unserer Strecke drin. Genau, jetzt geht es hier lang. Gefällt mir extrem gut mit diesem Dreieck. Das ist natürlich auch etwas. Das ist wieder charakteristisch für die Stadt dann. Da kann man sagen, ah ja, hier ist dieses Dreieck, also ist hier Berlin. Das weiß man dann. Das ist natürlich schon irgendwie sehr nett. So, hier geht's rüber. Man hat natürlich wieder den Effekt, dass man das Tempo nicht wirklich wahrnimmt. Aber das ist ja auch keine Tempostrecke. Das tut also gar nichts zur Sache. So, Mäuschen nehmen wir noch weg. Und dann daran denken, dass wir eben die LKWs da in Berlin noch machen. Und da machen wir auch Kesselwagen. Da machen wir nicht irgendwie das, was wir sonst machen, von wegen einfach die normalen LKWs in den Industriebereich. Sondern ich würde gerne hier auch Kesselwagen nehmen, damit Berlin eben auch noch ein paar Kesselwagen hat auf der Straße. So, da oben die Brücke. Wäre gerade schön, wenn da noch ein Zug durchdüsen würde. Aber mein Gott, das Leben ist kein Wunschkonzert. Leider. Von daher klappt das nicht. Aber jetzt müsste uns dann doch eigentlich sowieso relativ bald schon ein Kollege entgegenkommen. Jetzt ist aber ganz Zug rübergefahren. Ich habe es ganz genau gehört. Ah, der kam genau 3 Sekunden zu spät. Sowas aber auch.
Ja, da kommt er entgegen. Schon cool, diese Perspektive. Auch wenn man halt tatsächlich nicht allzu viel sieht. Aber wenn wir die Perspektive schon haben, dann würde ich die ganz gerne öfters mal auch nutzen. Wir können ja mal noch mal gucken beim ICE und beim Hybriden, ob die auch vielleicht irgendwie diese Perspektive haben. Machen wir dann irgendwann mal noch. So, haben wir freie Fahrt? Ich glaube nicht. Da müsste eigentlich noch ein Zug drin stehen. Jawohl, wir verlangsamen. Während da hinten gerade die Personenzüge kreuzen. Auch sehr schön. Ich kann halt leider den Kopf nicht drehen. Also das funktioniert nicht. Wir steigen mal ganz kurz aus und gucken. Das sieht doch auch nett aus. Vor allem, wenn da andere jetzt entgegenkäme. Genau. Schön. Modelleisenbahn pur. So, mit allen Wünschen, die man hat, von wegen den Perspektiven etc. So, ich wollte eigentlich nochmal einsteigen. Da ist er. So, hier in den Containerbahnhof rein. Nochmal in der Ego-Perspektive. Ja, das Tempo fehlt halt ganz definitiv. Gut, wir gehen mal in die Perspektive. Einfach nur cool. Da sieht man sogar, was alles auf der Lok steht. Das ist natürlich schon. Das ist einfach wieder eine Modderkunst. Schlicht und einfach, wie schön diese Lokomotiven sind. So, wir sind angekommen. Sauber. Das heißt, wir müssten hier dann früher oder später tatsächlich auch was bekommen von denen hier. Weil die Produktion haben wir, ganz klar. Gut. Dann ab nach Berlin. Wir wollen die LKWs noch installieren. Ich bräuchte Berlin. Hier hinten haben wir Berlin. Gut, ein LKW-Port haben wir hier. Ja, das ist das Teil hier. Das geht hier oben lang. Und wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ja in den Industriebereich. Ach, ich erwische immer die LKW statt dem Städtenamen. Wo war der? Jetzt ist er weg. Hier. Jawohl. Industriebereich. Wo ist hier der gelbe Bereich? Logisch, auf der anderen Seite, nämlich hier hinten. Haben wir hier? Haben wir nicht. Doch, hier ist doch eigentlich ein LKW unterwegs. Jetzt müsste man noch rausfinden. Ach, hier, guck mal, hier ist die Station. Okay, dann machen wir doch gleich die Linie. Sonst finde ich das nachher wieder nicht mehr. Okay, da rein. Sauber. Und das ist dann ganz einfach. Treibstoff. LKW, Berlin. Sauber. Jetzt brauchen wir die LKWs und hier unten haben wir ein Depot. Die Tanke. Rasenfahrzeuge kaufen. Jetzt nehmen wir aber andere, wie wir sie da vorher genommen haben. Wir gucken mal hier hinten, was wir hier noch haben. Hier haben wir leider keine Tanklastwagen. Na? Ja, das sind die ganzen Dreirädrigen. Die sind mir dann auch ein bisschen zu langsam. Getreide. Nicht, was wir brauchen. Hier, die Orangen. Das sind die silbrigen, die wir genommen haben. Sonst nehmen wir doch jetzt. Oder haben wir die genommen? Ja, die mit Anhänger. Die könnten wir nehmen. Haben wir hier sonst noch was? Nein, die leider nicht. Dann haben wir hier die Polizei etc. Hier die ganzen Geräte. Und hier haben wir die älteren Sachen. Ne, ich möchte für Berlin schon was Moderneres haben. Die sind halt tatsächlich alle nicht geeignet als Tankdingens. Hier könnte man doch eigentlich auch noch irgendwie... Naja, wisst ihr, also vom Spiel her einfach. Natürlich in der Realität natürlich nicht. Da komme ich richtig ins Stottern. In der Realität würde ich hier auch nichts reinmachen von irgendeinem Treibstoff. Aber vom Spiel her könnte man das doch eigentlich problemlos machen. Lasst uns mal die nehmen, weil die hier, die haben wir glaube ich schon. Aber die haben wir noch nicht. Genau. Puh. Fast vergessen. So, Test, speichern, überschreiben. Nicht, dass wir das alles umsonst jetzt gebaut und gemacht haben da. Einmal Testspeicherung und dann gibt es diese LKWs. Und zwar haben die auch so eine Kapazität. Wo steht das denn? Lebensdauer, Betrieb, Leistung, bla 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 bla. Da, Kapazität 22. Steht hier 120 tatsächlich. Okay, 22 ist in Ordnung. Treibstoff. Ganze Ladung, damit hier auch ein bisschen Verkehr entsteht. Linie zuweisen. Treibstoff LKW Berlin. Dann wünsche ich gute Fahrt. Hier machen wir überall zu, hier machen wir zu. Und hier unten würde ich sagen, steigen wir jetzt noch ganz kurz ein, weil die sind eh leer. Also von daher sieht man da eh nicht viel. Ihr ahnt, was kommt, genau. Ich gucke mal schnell. Oh, was für ein schönes Bild mit den abfahrenden Zügen und den LKWs, die uns folgen. Okay, das haben wir im Prinzip die Backseat-Cam. Das ist wieder die, mir wird gleich schlecht-Cam.
Okay. Das ist der Klassiker der Ansicht. Ja, da haben wir nicht allzu viel Auswahl. Entweder, boah, Entschuldigung. Entweder das hier, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Spielzeugauto. Ich würde die Cam nehmen. Das ist der Klassiker, den man halt ursprünglich hat. Das wäre halt eben hinten raus. Hat auch seinen Reiz. Man sieht halt aber nicht, was vor einem liegt. Das ist ein bisschen das Problem. Und irgendwie ist das so eine Fahrt. Doch irgendwie, die lebt auch ein bisschen davon, dass man sieht, was vor einem ist. Halt ein langes Tunnel. Aber dafür, wenn wir hier rauskommen, dann sind wir eigentlich fast schon im Bereich, wo wir hinwollen. Kann das sein? Wahrscheinlich kommen wir hier sowieso noch ein bisschen in den Stau rein. Dann werden wir aber aussteigen, würde ich vorschlagen, weil das bringt dann ja nichts. So, und mir gefällt halt der Schnee immer noch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich tue mich ein bisschen schwer, die Schneemauer zu deaktivieren. Zumal wirklich in den Kommentaren praktisch zu 100% gewünscht wurde, lass sie noch ein bisschen drin, so bis Anfang März oder so. Aber eben die Abstimmung selber, 59% sagen raus mit der, bei irgendwie etwa 500 Stimmen waren es, glaube ich. Ja, und da werde ich mich halt dann tatsächlich fügen. Also, das wird jetzt hier die letzte Folge mit Schneemod sein. Ich muss aber auch sagen, es kann ja sein, dass wir die nochmal reinnehmen. Wir können jetzt ja auch mal einen Monat oder so wieder mit dem Immergrün spielen, also ohne Schneemod. Und danach nehmen wir ganz einfach die Schneemod nochmal rein für ein, zwei Wochen. Solange es draußen nicht irgendwie 30 Grad hat, geht das, denke ich. Das ist ja kein Ding. So, und jetzt sind wir hier ein bisschen im Stau drin, mitten in Berlin. Wir steigen mal aus und ich würde sagen, wir sagen Tschüss für diese Folge. Da wird tatsächlich gebaut, weil sie Treibstoff bekommen. Cool. Danke fürs Zusehen. Genießt nochmal den Schnee. Ich zoome nochmal raus. Das ist also der Schnee. Das ist die Schneemod. Ist einfach schön. Anders kann man es nicht sagen. Aber ja, die kommt jetzt raus. In der nächsten Folge gibt es das Immergrün wieder. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich die deaktivieren muss, weil ich komme erst in ein, zwei Tagen wieder zum Aufnehmen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.